Die Wienerin Ruth Becher ist die nächste, sie ist Wohnbausprecherin der SPÖ. Ja, danke, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn man die Menschen fragt, wie Politik sein sollte, dann sagen die meisten Menschen gerecht. Gerechte Politik machen heißt aber auch, dass Gleiches mit Gleichem behandelt wird. Das bedeutet auch, dass die Schwachen von den Stärkeren geschützt werden. Und in der momentanen Krise gibt es Gelegenheit, gerechte Politik zu machen. Hier im Hohen Haus müssen wir dafür sorgen, dass jene, die weniger haben, auch weniger belastet werden. Wir müssen dafür sorgen, dass jene, die arbeiten gehen, auch davon leben können, und jene, die ein größeres, dass nicht nur jene davon leben können, die ein größeres Vermögen haben. Und die Bruchlinie zwischen diesen beiden Welten zeigt sich sehr gut auch auf dem Wohnungsmarkt. Wie geht diese Regierung von ÖVP und Grüne mit Vermietern und Mietern um? Für die Vermieter hat die Regierung im letzten Jahr eine Anhebung der gesetzlichen Mieten durchgesetzt. Sie haben 400 Millionen Euro mehr eingenommen, ohne auch nur irgendwie dafür arbeiten zu müssen. Ganz anders ist es den Mietern ergangen. Die haben 400 Millionen Euro mehr für ihre Wohnung bezahlt, ohne mehr Leistung dafür zu bekommen. Und die Regierung möchte am 1. April, also nächsten Montag, wieder die Richtwertmieten erhöhen, und diesmal um 8,6%. Nach 5,5% im letzten Jahr sind es heuer sogar 8,6%. Und es wurde auch schon gesagt, der WIFO-Chef Felbermeier hat auch einen Eingriff bei den Mieten gefordert, auch bei jenen, die gesetzlich begrenzt sind. 400 Millionen Euro für die Vermieterseite, was gerne von der ÖVP und den Grünen verschwiegen wird, ist aber auch, dass die Kategoriemieten eingegriffen wird, nämlich über die Betriebskosten, die für alle Menschen, die in einer Wohnung leben, steigen, selbst für Eigennutzer und auch für Genossenschaftsmieter. Und jeder hier im Hohen Haus weiß, dass es nicht gerecht ist, dass die Mieten im letzten Jahr und heuer zusammen 800 Millionen Euro mehr angehoben werden. Die Bundesregierung gibt zwar 250 Millionen Euro für einen kleinen Teil der Betroffenen, bestellt sie bereit, aber das zahlen sich letztendlich die Mieter über die Steuern selbst. Die Mietpreisbremse hingegen würde dem Staat nichts kosten, keinen einzigen Cent, aber dafür viel für die Menschen bringen. Ich bringe daher folgenden Antrag ein, die Abgeordneten Becher, Genossinnen und Genossen, betreffend Mietpreisstopp für alle Mieten, eingebracht in der Sitzung des Nationalrates am 29. März 2023 im Zuge der Debatte zu Top 5, Bericht und Antrag des Finanzausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz über einen Zuschuss an die Länder für Wohn- und Heizkostenzuschüsse, Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz und das Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleichsgesetz geändert werden, 1993 der Beilage. Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgenden Entschließungsantrag: Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Justiz, der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft sowie der Finanzminister werden ersucht, eine Regierungsvorlage auszuarbeiten und den Nationalrat zu übermitteln, die einen Mietpreisstopp für alle Mieten beinhaltet. Das Gesetz soll insbesondere folgende Punkte enthalten: die Aussetzung der Indexierung der Richtwertmieten bis 31. März 2026, die Aussetzung der Indexierung der Kategoriemieten bis 31. März 2026, die Aussetzung der Indexierung der freien Mieten bis 31. März 2026 und ab 1. April 2026 erfolgt die Indexierung von Mietverträgen nur mehr bis maximal 2% pro anno, und die Wiedereinführung der Wohnbauinvestitionsbank zur Unterstützung der Mieterinnen in Genossenschaftswohnungen. Vielen Dank. Das war Ruth Becher, die für die SPÖ einen Entschließungsantrag eingebracht hat.